Die roten abgehäkelt, die Plättchen sind auch abgehäkelt. Jetzt kommen wir noch zu den weißen Zellen, die weißen Blutzellen. Die nennt man als Oberbegriff Leukozyten. Und es gibt verschiedene Arten von Leukozyten. Es gibt zum Beispiel Granulozyten oder Lymphozyten und so weiter. Die sehen Sie auch in Ihren Unterlagen. Die müssen Sie einfach in diese Kategorie hineinbringen. Also wenn Sie von Lymphozyten reden, dann müssen Sie wissen, es gehört hier zu diesen weißen Blutzellen oder den Leukozyten. Das ist das Gleiche. Und die Leukozyten, die entstehen auch wieder aus dem Knochenmark, wie jede andere Blutzelle aus dem Knochenmark. Für was sind jetzt diese Leukozyten wichtig? Die Leukozyten, das sind Zellen, die haben jetzt einen Kern. Die haben einen Kern, also sie können Proteine herstellen. Diese Zellen sind auch sehr speziell. Sie haben wie Füße, also sie können rumwandern. Sie können ins Gewebe wandern. Und was machen sie dort? Sie sind wichtig für die Abwehr. Das bedeutet, diese Leukozyten, das ist wie ein Pac-Man. Und die sind jetzt ganz zufrieden und fressen Bakterien zum Beispiel auf. Die fressen diese gefährlichen Organismen weg. Also die Leukozyten, die weißen Zellen, die sind wichtig für die Abwehr in unserem Körper. Abwehr, das sind die Abwehrzellen. Also, und jetzt möchte ich noch etwas anderes hinzufügen. Die Leukozyten, also so eine Zelle, ein sogenannter Leukozyt, die haben ja jetzt einen Kern. Okay? Und dieser Kern, der hat eine DNA und diese DNA produziert Proteine. Und diese Leukozyten, diese Abwehrzellen, die produzieren jetzt ganz spezielle Proteine, nämlich Antikörper. Antikörper. Wir werden dann in den nächsten Videos mit diesen Antikörpern noch etwas mehr in Kontakt kommen. Aber Sie müssen jetzt wissen, dass diese Leukozyten, erstens sind die wie Pac-Man, die können andere Zellen, also andere Zellen und Bakterien fressen und gleichzeitig haben sie auch einen Kern, das heißt sie haben eine DNA und können Proteine herstellen und es gibt ganz spezifische Proteine und diese Proteine, die nennt man Antikörper. Und diese Antikörper, die haben so eine Y-Figur. Das ist die Struktur eines Antikörpers. Wenn ich das zeichne, dann meine ich einen Antikörper, welcher aus solchen Leukozyten entsteht. Weil diese ja eben einen Kern haben. Die roten Zellen, die Plättchen, die beiden haben keinen Kern. Die weißen haben einen Kern. Okay. Und jetzt will ich noch schnell auf diesen Antikörper zu sprechen kommen. Was soll das? Wenn jetzt es zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, hier haben wir eine Zelle, welche die Antikörper produziert. Und diese Antikörper, die haben hier vorne, eine Art Leim. Also das ist klebrig. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Bakterium kommt und dieses Bakterium hat jetzt eine ähnliche Struktur wie dieser Antikörper, also das wäre ein Antikörper, dann, wenn hier zum Beispiel eine ähnliche Struktur ist auf diesem Bakterium, dann kann dieser Antikörper hier binden. Und was macht das? Für was ist jetzt das gut? Dieser Antikörper, der ruft jetzt, hey, da ist etwas, das ist ein Böser. Und das führt dann dazu, dass weitere andere Leukozyten
angezogen werden und die fressen dann dieses Bakterium auf. Also das ist eine Art Antenne und die sagt, ah, dort ist etwas, fresst das auf. Also die Leukozyten haben also zwei Arten. Sie haben, erstens können sie direkt fressen, zweitens können sie Antikörper produzieren, welche auf diesen Bakterien sich anhaften können und wiederum die Leukozyten besser anziehen können. Also es sind sind zwei Arten, wie sie eben die Funktion der Abwehr ausführen können. Und gegen wen werden jetzt Antikörper produziert? Gegen alles, was fremd ist. Also Antikörper werden gegen fremde Sachen, gegen Fremde, gegen Eindringlinge gemacht, damit man die besser eliminieren kann. Das wird dann in der Immunologie noch etwas besser erklärt. Für jetzt müssen Sie einfach wissen, im Blut gibt es 40% Zellen und davon gibt es weiße Zellen, die für die Abwehr zuständig sind. Diese weißen Zellen, die nennt man Leukozyten. Die werden auch im Knochenmark wie alle anderen Zellen produziert. Und diese haben jetzt einen Kern, somit können sie Proteine herstellen und diese Proteine sind Antikörper. Und diese Antikörper, die sind jetzt gegen Fremde, zum Beispiel gegen dieses Bakterium hier. Und dieser Antikörper bindet jetzt an dieses Bakterium und ruft jetzt anderen Leukozyten, damit diese, also es ist wie eine Art Gourmet, sie verzucken das Ganze noch oder sie machen das Bakterium noch etwas schmackhafter, dass dieser dann happy ist, dass dieser dann ein Gourmet-Essen gehabt hat. Das ist wie eine Art Zucker oder wie Vanille oder Schlagrahm, dass sie auf dieses Bakterium streichen, damit diese Leukozyten das besser fressen können. Voilà.